soothe your pain. I won't ease your strain. Mein Name ist Solf, Resolf. Ich und meine Untergebenen der Edertal-Schule haben ein neues Projekt. Das, natürlich nach mir benannte, Resolve-Projekt. Unser Ziel ist es, die Bodenrespirationsraten zu bestimmen. Und angefangen haben wir mit einem Acker nahe Frankenberg. Nachdem wir unsere perfekten Proben entnommen hatten, sind sie 3 Wochen an der Frankenberger Luft gereift. Der nächste Schritt war das Sieben und Durchführen verschiedener Experimente, wie zum Beispiel die Bestimmung der Bodenrestfeuchte. Später haben wir die maximale Wasserhaltekapazität bestimmt. One more word and you won't survive. Nachdem wir den pH-Wert entnommen hatten, begannen wir systematisch Gasproben zu nehmen. See right through you anyhow. Sie wissen wohl immer noch nicht genug. Nun, natürlich müssen noch alle Proben ausgewertet werden. Aber dann, ja dann, dann werden wir die Bodenrespirationsraten in großen Teilen Deutschlands ausgewertet haben.